Ja, dann würde ich sagen, wir sehen hier, zwei Höhlen stehen noch aus und haben auch beide schon, ja, mal gesehen. Also, ja. Und über der Erde haben wir sowieso alles, also von daher. Aber dass wir die Zwiebeln nicht bekommen haben, das hat mich jetzt echt fertig gemacht. Das finde ich nicht mehr okay. Ganz ehrlich. Stotter noch mehr. Das Gebiet hätten wir so locker an einem Tag abschließen können, aber nein, natürlich nicht, ist klar. So, jetzt mehr Lilane, weil Lilane immer cool sind. Gehen wir in den Duschraum, würde ich sagen. Und als letztes dann in die versunkene Burg, weil die versunkene Burg ist ein wenig happig, muss ich dazu sagen. Warum werden wir dann auch noch feststellen? Es wird auf jeden Fall wieder eine etwas außergewöhnlichere Höhle sein. Ja, also bis jetzt muss ich sagen, also gerade so im letzten Abschnitt, im letzten Gebiet, sind die Höhlen alle so ein bisschen einseitig geworden. Sehe ich auch ein, da war nicht allzu viel Abwechslung dabei, vielleicht ein bisschen von der Gegnervielfalt oder vom Endgegner her, aber hier jetzt in der mystischen Quelle oder mythischen Quelle, ich weiß es gar nicht mehr, da ist das schon ein bisschen anders. Da haben wir jetzt wirklich verschiedene Höhlen. Wobei der Duschraum jetzt an sich wieder eher so eine Normalo-Höhle ist. Aber auch eine schwere Höhle, das muss man dazu sagen. Der Anstieg vom Schwierigkeitsgrad wird hier auf jeden Fall bemerkbar sein. So viel sei gesagt. Und ich bin gespannt, wie wir uns hier schlagen. Es könnte, unter Umständen könnte das in die Hose gehen. Hier habe ich auch ganz schlechte Erinnerungen an den Duschraum, weil ich irgendwann mal, glaube ich, mit beiden Charakteren hier draufgegangen bin und dann alle Pikmin, die ich mit hatte, gestorben sind. Und das Problem ist, wenn man dann aus der Höhle rauskommt, dann ist automatisch Schicht im Schacht. Dann wird gespeichert. Da kann man auch nichts mehr rückgängig machen. Also, ein bisschen blöd ist das Tatsache, aber okay. Wir sehen schon, hier kriegen wir auch noch ein paar Felsenspenden. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Da sind ganz viele Kaulquappen runtergefallen. Kaulquappen sind zum Glück jetzt nichts Schlimmes. Wir müssen es hier wieder ein bisschen umstellen, weil das Problem ist, ihr seht es schon, wir haben jetzt nicht mehr 20. Nicht mehr 60, gelbe Pikmin, sondern nur noch 20, wenn wir jetzt zu schnell werfen. Oh ja, Felsen? Ja, also, ihr merkt schon, die Schwierigkeit hier, selbst im ersten Level kann man schon manchmal so eine kleine Krise kriegen, wenn man hier merkt, wie viele Gegner hier teilweise kommen und ja, die Kaulquappen sind jetzt keineswegs schwierig zu besiegen. Die können einem schon im normalen Spielverlauf nicht killen, hier dann erst recht nicht, weil sie hier noch nicht mal Wasser zum Schwimmen haben. Aber dennoch, es wird nicht einfacher, sagen wir so. Und die Kaulquappen hier sind auch nur so ein bisschen die Ruhe vorm großen Sturm, so viel sei auch noch gesagt. Und dafür sind unsere Pikmin mal wieder fröhlich am Singen. Das Lied, was sie irgendwie zu häufig singen. Leider. Oh ja. Hallöchen Frosch. Dich mag ich doch auch noch. Zum Glück haben wir lauter Blumen-Pikmin. Und das hier sind, in dem Teil sind das hier tatsächlich die schwierigeren Frösche, weil sich die auch schwerer verwirren lassen. Und teilweise sogar nach ihrem Ableben sich noch drehen, manchmal sogar noch einen Bauchplatscher machen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann unter Umständen nicht so schön werden. Und hier hinten, die Viecher hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen. Das sind einfach Wasserottifanten. Sind jetzt, wow. Ne? Stein ist blöd. Sind jetzt auch nicht die schwersten Gegner. Ist halt wie die Lava-Ottifanten, nur mit Wasser. Macht Sinn. Und ja, eigentlich genauso gefährlich, weil ob man jetzt Wasser abkriegt oder Feuer, die Pikmin lassen sich von beidem rufen und ja. Ist nicht so, als würden sie denn direkt sterben oder so. Ist ja auch schon mal was. Kann man durchaus mit zurechtkommen. So. Gab es hier tatsächlich nur ein Item, also einen Schatz? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber hier gibt es auf jeden Fall den Schatz. Und ich hoffe, ich weiß es gerade gar nicht, ob hier nicht eventuell sogar noch ein Frosch kommt. Hoffen wir mal nicht, weil ansonsten wäre das nicht so toll. Und jetzt laggt es schon wieder. Ey, PC, bitte. Das ist doch echt nicht mehr schön, oder? Also ganz ehrlich, bei allem Respekt, bei aller Liebe zu meinem PC, bei aller ja, gut, das hört sich jetzt auch ein bisschen abartig an, aber bei all den Jahren, die wir schon durchgemacht haben, was machst du? 90 Münzen für göttliches Kochutensil. Jetzt rührt er wieder ein bisschen mehr. Kann sein, dass er. Jetzt hat er die Lecks wieder in den Griff bekommen. Glücklicherweise. Ansonsten hätte ich jetzt schon wieder neu starten müssen. Das hätte mich schon wieder angekotzt, aber immerhin. So kann man es auch machen. So, 48 Münzen nochmal.
Was? Nee, 48 Pikmin. Komm ich auf 48 Münzen, egal. Und das Lustige ist auch, bei Pikmin 2 bekommt man eigentlich immer am Ende ungefähr gleich viel Geld. Nach meiner Spielweise sogar fast immer. Ja, also so bis auf 10 oder 20 Pokos gleich viel Geld. Je nachdem, wie oft ich in welche Höhle gehe. Aber ich nehme, wenn man alles mitnimmt, ist klar, dass man insgesamt wirklich exakt auf das Gleiche kommen würde. Manchmal natürlich wird es einem zunichte gemacht, weil Spinnen oder so manchmal runterlaufen und man dafür nicht das Geld kriegt oder so. Aber alles in allem. Oder wenn man mal einen Gegner stehen lässt, wenn man sich denkt, ja, die zwei Münzen kannst du knicken. Das sind dann so die einzigen Möglichkeiten, wo das mal schief laufen kann. Aber so alles in allem, ja, merkt man das schon. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, wir werden insgesamt auf 21.000 Münzen kommen. So um den Dreh zumindest. Also ein bisschen mehr und weniger ist eingeplant, ist klar. Aber so um die 21.000 Münzen werden es sein. Also auf jeden Fall von den Tausendern her. Alles andere würde mich schwer verwirren. So, hier haben wir jetzt neue Gegner. Quallen. Quallen sind eigentlich keine schweren Gegner. Können Pikmin, glaube ich, können sie, glaube ich, sogar killen. Ihre Angriffsweise ist, sie gehen über die Pikmin und saugen sie ein. Wenn sie eingesaugt haben, jetzt machen wir erstmal den großen Käfer hier platt. Wenn sie eingesaugt haben, dann können die Pikmin erstmal nichts mehr machen da drinne. Und wenn man sie dann zu lange leben lässt, können sie die Pikmin, glaube ich, sogar verdauen. Und dann sind sie tot. Aber, ja, so lange wie die zum Verdauen brauchen, kann man da locker schon vorher interagieren. Und dann ist das auch absolut kein Problem mehr. So, zweite Ebene und gleich haben wir schon wieder Gift als Element hier. Also, ihr seht schon, ja, hier kommt auf jeden Fall viel Verschiedenes hinzu. Und man sollte sich schon damit auskennen, was man hier macht, wie man mit den einzelnen Charakteren umgeht. Dass man Pikmin nicht einfach so vor Gegner stellt und dann Gift oder so entfernt. Was eigentlich relativ logisch sein sollte. Aber okay. So, jetzt können wir das da erst schon mal tragen. Und da können wir den auch noch mal tragen. Na komm. 5 Lieder Pikmin, das dauert überhaupt nicht lange oder so. Wetten. Oh, vielleicht hätten wir den noch erst killen sollen. Frage ist, wollen wir den jetzt mit den... Nee. Nehmen wir lieber die 5 Lieder Pikmin hier, das ist, glaube ich, sicherer. Ja, meinetwegen nennt mich Schisser oder so, aber es ist schon am sinnvollsten. Weil die Weißen, wenn man Pech hat, bleiben die irgendwie hängen oder was auch immer. Und dann hat man da nicht viel Freude mit. So, jetzt können wir die Weißen ja auch benutzen, oder? Gab es da hinten noch Gift? Ich glaube nicht, ne. So, hier nochmal ein paar dran. Und hier. Hey. Ja, ich war immer noch bei irgendwas Off-Topic-mäßigem stehen geblieben vor 2-3 Videos oder so und habe keineswegs was weitererzählt. Ich finde es auch schwierig, weil bei Pikmin 2 gibt es halt wirklich so viele Gedanken, die man mitteilen kann, so viele verschiedene, ja, naja, Taktiken jetzt nicht unbedingt, aber ja. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Es gibt auf jeden Fall mehr zu erzählen als in einem Jump'n'Run oder so, weil das ja einfach auch ein Strategiespiel ist. Das ist ja Fakt. Also, ist vielleicht nicht allzu anspruchsvoll. Es gibt dort durchaus schlimmere oder schwerere Strategiespiele. Aber ja, also alles in allem kann man hier doch auch schon mal seine Zeit verbringen mit. Smilsoap, der Laugengenerator. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ihr wisst ja, Seife und Lauge. Also, Seifen sind Laugen. Also, nee, Seifenlösungen sind Laugen, sagen wir so. Seifen sind alkalisch, oder? Ich glaube, die Bezeichnung war richtig. Den Unterschied zwischen alkalisch und Lauge und, ja, basisch. Genau, was hat der einen gefressen? Ich hoffe nicht. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, das muss ich ehrlich zugeben, aber es hat noch gepasst, glücklicherweise. Gut, dass ich die Pikmin auch selbst verteidigen könnte, das finde ich sehr nett. Ja, den Unterschied zwischen alkalisch, basisch, Lauge war mir nie so ganz klar. Also, ja, doch eigentlich schon. Aber, ja, ich musste immer noch ein bisschen grübeln, bis ich drinne hatte. Also, wenn das eine Abi-Frage gewesen wäre, da hätte ich erstmal eine Minute mir Pause nehmen müssen und mir denken müssen, wartet kurz. Aber das sind dann auch, das Lustige ist ja, in der Regel werden solche, ja, es ist ja eigentlich schon eine Basisfrage, schon etwas gammligere Reproduktionsfrage. Die dauerhafte Energiezelle. Wir haben es jetzt schon eine Duracell-Batterie gehabt. Das hier ist jetzt, glaube ich, die dickere Variante. Ich glaube schon.
Ja, also solche Basisfragen im Abi werden eigentlich nur gestellt, wenn man verkackt. Das ist das Schöne, weil diese Basisfragen, oder beziehungsweise das ist eigentlich das Schlimme, diese Basisfragen, die hat man im Unterricht halt nie behandelt. Und wenn man wirklich nicht Bescheid weiß, aber vielleicht sich noch aus ein bisschen was aus dem Unterricht erinnern kann, dann sind das meistens Sachen, die man halt gerade nicht weiß. Und wenn man dann einmal in der Misere drinne ist, dann kommt man auch nicht mehr raus. Aber unser Jeschi-Lehrer meinte ja sowieso immer, Mädels, wenn ihr im Abi überhaupt nicht weiter wisst, zieht einfach Minirock an und wenn's schlimm wird, macht einfach die Beine ein bisschen auseinander und dann wird es entweder 15 Punkte oder 0 Punkte, wenn's schlecht läuft. Ja, bei diversen Lehrern kriegt man auf jeden Fall 15. Sicher! Bop, das war knapp. Straft mich nicht. Okay. Nein, nein, nein. Okay. Weh, jetzt ist eins gestorben. Das Ultra-Bitter-Spray habe ich Millimeter über dem einen Pikmin eingesetzt, aber gut. Ja, da sieht man wieder, kleine Sünden werden sofort bestraft hier. Vom Spiel. Ist klar. Ja, aber das meint unser Geschi-Lehrer wirklich. Unser Geschi-Lehrer war schon ein cooler Typ. Normalerweise, wenn man an Geschichtslehrer denkt, dann denkt man ja immer so ein bisschen ältere Leute, ein bisschen verkalkte Leute und so immer. Aber nicht so wirklich an, ja, schülernahe Personen. Aber unser Geschichtslehrer war sehr schülernah, hat es auch ganz gut rüberbringen können. Und ich muss sagen, es war, glaube ich, sogar vom pädagogischen Aspekt her mein absolut bester Lehrer, den ich in der Schulzeit hatte. Auch wenn ich Geschi jetzt nicht unbedingt als bestes Fach angesehen habe, logisch, sonst würde ich vielleicht studieren und nicht Physik. Also macht es irgendwo Sinn, dass es nicht mein Lieblingsfach war. Also nicht mein absolutes Lieblingsfach. Es war schon ganz nett, ja. Aber, ja. Naturwissenschaften gehen halt über alles und das ist auch das Essentielle dabei. So, jetzt machen wir den noch fertig. Und die Qualle hier, ja, saugt schon wieder zwei ein, aber das ist ja absolut kein Problem, wenn man sie dann down kriegt, dann macht es auch nichts mehr. Zack, zack, zack. Man sollte auch nicht zu viele an sie dran werfen, damit man noch ein paar hat, die sie dann, auf die man dann noch draufschmeißen kann am Ende. Das ist eigentlich so das Sinnvollste. So, jetzt können wir den schon mal tragen. Hier hinten. Ja, doch, machen wir erstmal hier das. Das sieht mir doch sinnvoller aus. Okay, da haben wir hinten haben wir schon wieder solche Garnelen oder was auch immer das darstellen soll. Die Viecher hier sind jetzt nicht wirklich ein Problem. Die waren ja nur mit blauen Pigmenten schon kein Problem. Die Qualle hier glitscht sich mal hinter die Mauer eben. Ist auch okay. Kann ich mit leben. Oh oh. Das ist ja jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Ja gut, da haben wir jetzt ein paar liegen lassen müssen. Aber die kleinen Quallen lassen sich zum Glück auch relativ gut runterholen vom Himmel. Die große, die ihr eben gesehen habt, die sind schon ein bisschen komplizierter. Da braucht man schon einige Pikmin, die man dran schicken muss. Und du schnappst ja kein Pikmin, ey. Aber du kriegst jetzt erstmal eine schöne Salve ab, mein Freund. Bam, bam, zack. Ja. Das ist immer noch das Coolste. Einfach martialisch die ganzen Pikmin nehmen und alle draufwerfen. Das ist das Beste. Sowas macht Spaß. Das freut den Urmenschen in mir. Ist ja aber auch generell in Videospielen so ein bisschen das Barbarische oder so, wie auch immer man es nennen will, das ist macht ja schon irgendwo Spaß. Das ist ja auch teilweise der Grund, warum man Videospiele zockt, weil man da eben Sachen machen kann, die man im echten Leben nicht machen will. Oder kann. Ist halt fraglich. Unter der Anschauung werden Shooter-Zocker plötzlich zu Monstern, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Was man schon immer mal im echten Leben machen wollte, aber sich nie getraut hat. Weil man irgendwie Angst davor hatte oder so. Naja, gut, ich weiß nicht. Ist es verwerflich zu sagen, dass man gerne mal auf Leute schießen würde, wenn man könnte? Eigentlich ja schon, oder? Weil, ja. Ist halt immer fraglich. Wenn Leute abballern nicht mit der Konsequenz des Tötens zusammengebracht würde in Verbindung, dann wäre es ja eigentlich nicht fragwürdig, oder? Oder? Also mal ganz ehrlich. Ja. Leider ist es. Also was heißt leider? Glücklicherweise ist es damit verknüpft und die Leute. Also was heißt glücklicherweise ist? Man weiß ja nicht, wie es wäre, wenn es nicht damit verknüpft wäre. Also. Dann wäre es ja nicht mal gewalttätig. Dann wäre es so, als würde ich Pikmin spielen. Aber auch da scheiden sich ja die Geister. Killerspiele oder nicht, gibt es sowas, gibt es es nicht. Ich bin ja der Meinung, dass es
ja, durchaus schwierig ist, sowas zu generalisieren. Die Spiegelbühne, ja. Mal wieder ein Spiegel. Diesmal, ja, Schminkspiegel, oder? Sowas in der Art. Könnte ich mir vorstellen, aber ja. Egal, ja. Killerspiele waren wir. Ich finde es ja sehr schwierig, das zu generalisieren. Aber man muss sagen, ich gebe beiden Parteien da nicht recht. Zum einen, natürlich, Killerspiele können unter Umständen Aggressionen fördern, aber Killerspiele können auf keinen Fall Aggressionen erschaffen. Wenn keine Aggressionen da sind, machen Killerspiele absolut nichts. Also, dann ist der Name natürlich auch fehl am Platz. Die leckere Muschel, warum auch immer lecker, es ist offensichtlich nichts da drinne. Ganz ehrlich, selbst als Vegetarier, also selbst wenn ich kein Vegetarier wäre, würde ich mir Muscheln essen, also so eklig vorstellen, ganz ehrlich, aber ist okay. Ja, also ist echt schwierig das Thema, weil ich bin ich glaube durchaus daran, dass Leute, die Aggressionen in sich tragen, durch Killerspiele auch zum nächsten Schritt geführt werden können. Dann ist ein Killerspielverbot aber nicht zwingend das Richtige, weil dann ist das Richtige, die Ursache davon zu bekämpfen. Seien es Depressionen, seien es was auch immer. Was kann das noch sein? Keine Ahnung. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen Schatz, den wir nicht mitgenommen haben. Seien es Depressionen, seien es Aggressionen. Aber meistens sind es ja echt Depressionen, die sowas zutage fördern, oder? Oder täusche ich mich da vollends? Wow. Der war eng. Jo, mein Freund, also, du gefällst mir hier nicht so wirklich. So, beiß mal eine Runde, genau, und jetzt greifen wir dich von hinten an. Ganz, ganz tückisch von hinten. Nein, 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 nein. Gut, er hat keins gebissen, glücklicherweise. Ja, sowas kann natürlich auch ganz gerne mal in die Hose gehen hier. 11, 12, dann schicken wir hier noch 8 dran, dann passt das auch. Jo. Ja, also ich bin durchaus der Meinung, dass es das fördern kann. Aber natürlich nicht, dass es die Existenz von Aggression schaffen kann. Also, ja. Ich sag mal so. Zu 90% der Fälle... in 90% der Fälle sind... Naja, was heißt in 90%? In sehr vielen Fällen sind Erwachsene in der Lage, sowas differenziert zu sehen. Dennoch würde ich in solchen Sachen empfehlen, tatsächlich die Altersbeschränkung auch genau einzuhalten. Also ich für meinen Teil, meine Eltern haben es mit mir so gehandhabt, ich würde es mit meinen Kindern genauso handhaben, dass ich ihnen wirklich sage, Spiele, die ab 18 sind, spielt ihr auch erst ab 18, nicht früher. Tut ihr nicht. Wenn doch, dann, ja. PC-Verbot oder was auch immer. Es hört sich zwar mega spießig an und das gebe ich auch zu, aber ja. Bevor man damit vielleicht nicht hundertprozentig umgehen kann, natürlich. Selbst 16-Jährige, also was heißt selbst 16-Jährige, es gibt Millionen 16-Jährige, das ist vielleicht auch übertrieben, die schon lange in der Lage sind, über sowas zu entscheiden. Bei 16 kann man auch schon drüber reden, wenn ich, also da kann man diesen strikte ab 18 vielleicht auch mal wegstreichen. Scharfe Platte, aber ich würde nie im Leben jemanden, der, also meinem Kind, was jünger ist als, okay, haben wir kein Blatt picken, ne? Würde nie im Leben Kind, meinem Kind, was jünger ist als 16, erlauben, Spiele ab 18 zu spielen. Auf keinen Fall. Nö. Wenn es trotzdem macht, natürlich, man kann es nicht wirklich verhindern, meistens. Aber, ja. Gut, da kommt jetzt wahrscheinlich auch wieder das Argument, okay, komplette Tabuisierung von irgendwas reizt Kinder dann nur noch mehr. Ja. Da muss man einfach mal objektiv, also was ist objektiv? Nein, da muss man einfach mal in Ruhe mit seinem Kind dann drüber reden. Warum es so ein bisschen zwiespältig ist, was es damit auf sich hat. Und wenn mein Kind dann irgendwie glaubhaft versichern kann, dass es absolut nicht beeinträchtigt dadurch ist. Ich weiß, es ist schwierig. Es ist wahrscheinlich dann, ja, da sieht man wieder daran, dass ich absolut keine Erfahrung mit Kindern habe, so ziemlich. Aber dennoch, ja, ich glaube, ich würde es schon erkennen, wenn mein Kind mit sowas umgehen kann und wenn nicht. Also, ich sag mal, ein Kind, das 12 ist oder so, da würde ich es auf jeden Fall sagen, nee, kein Bock. Was heißt kein Bock? Keine Chance, da dran zu kommen.
Aboresca Firlefanz. Juhu. Ist halt auch fraglich, inwiefern das heutzutage berücksichtigt wird. Ja. Und ich denke, es ist auch ganz schwierig, sowas abzuschotten, weil übers Internet kommt man nun mal an alles dran und das ist auf eine gewisse Art und Weise auch blöd. Aber ja, ich glaube dann auf der anderen Seite, wenn man sein Kind so erziehen kann, dass man halt wirklich immer mit ihm über alles reden kann und dass, ja, dass man einfach sonstige Quellen von Aggression, Depression in seinem Leben ausschalten kann, falls es solche geben sollte, dann kann man da auch wieder ganz locker drüber reden und sagen, okay, hier, von mir aus, spiel Killerspiele. Ist okay, mach es, wenn du Lust drauf hast, ist gut. Ich glaube, meine Eltern sind da in der Beziehung sogar recht froh mit mir gewesen, weil ich Shooter eigentlich, ja, nie wirklich gemocht habe. Das war schon der einzige Schatz hier. Nicht euer Ernst, oder? Dann habe ich eigentlich auch keinen Bock, hier länger zu bleiben. Weil das Level ist hier so ein extrem vertracktes Level. Hier kann man sich unglaublich schnell verlaufen. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist halt auch ein Auffrischlevel. Das ist Fakt. Hier kann man durch die Kaiserblumen, die wir gesehen haben, kann man sich mehr Pikmin erschaffen. Das machen wir aber nicht, weil wir eh schon 100 haben. Also ist es total schwachsinnig für uns. Deshalb gehen wir einfach weiter. Und auf der anderen Seite hätten wir die Schmetterlinge, die wir da kaputt gemacht haben, die hätten wir noch einsammeln können. Aber die geben eine Münze pro Schmetterling. Also, ja. Who cares, ganz ehrlich.